Ben Almadena Ben Almadena ist eine Stadt in Andalusien, an der Sonnenküste in der Provinz Malaga. Hintergrund Ben Almadena liegt etwas mehr als 20 Kilometer südwestlich von Malaga in dem flach ansteigenden Küstenstreifen unterhalb des Monte de la Calamoro 770 Meter, Seilbahn, und des Cerro del Moro, 935 Meter. Es ist an der einen Seite mit der Nachbarstadt Doremolinos zusammengewachsen, auf der anderen Seite schließen sich Ferrirola und Mias an, im Landesinneren liegt Alhaurin de la Torre. Die Stadt direkt am Mittelmeer lebt vor allem vom Tourismus und bildet zusammen mit Doremolinos den Mittelpunkt der touristischen Aktivitäten an der Costa del Sol. Demzufolge findet man alles, was ein Pauschaltourist vor Ort erwartet, vor allem der Ortsteilbahn Al Costa besteht aus Bettenburgen. Stränden und einem großen Yachthafen. Daneben gibt es aber auch noch den alten Ortskern ben Almadena Pueblo am Fuße der Sierra de Millas und das neu gewachsene Ortszentrum Arroyo de la Miel mit Bahnhof und Seilstation. An den ortsteil ben Almadena Costa schließen sich im Westen die Ortsteile Torre Quebrada und Torre Müller an. Diese beiden Ortsteile sind noch recht neu. Die hier liegenden Hotels und Ferienwohnungen sind modern und hochwertig. Mit dem Flugzeug der Flughafen von Malaga ist nur 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Mit der Bahn Die Stadt hat einen Bahnhof an der Linie C1 Renfe, die in der einen Richtung nach Torremolinos zum Flughafen und weiter zur Hauptstadt Malaga führt und in der anderen Richtung bis nach Ferrirola geht. Die Züge verkehren im 20-Minuten-Takt, siehe auch Timetable, Map, Stationen. Mit dem Bus die in Ben Almadena fahrenden Linienbusse gehören zum Stadtbusverkehr Malaga. Auf der Straße über der A7 ist Ben Almadena gut an das Straßennetz der Region angebunden. Mit dem Schiff Ben Almadena hat einen eigenen, großen Yachthafen El Puerto Deportivo de Ben Almadena, kurz Puerto Marina, in dem bis zu 1000 Schiffe bis maximal 35 Metern Länge und 5 Metern Tiefgang unterkommen können. Mobilität in Strandnähe und entlang der Hotels gibt es Busrundverkehre, L2 und C. Strände. Bauwerke: Sam Pipe Symbol, Ride Pipe Symbol, 300 BX Pipe Symbol, Castello belbil Parks: Aktivitäten: Sam Pipe Symbol, Ride Pipe Symbol, 300 BX Pipe Symbol, die Seilbahn in Ben Almadena. Die Teleferico Seilbahn, verbindet Ben Almadena Costa mit dem Berg Monte de la Calamoro. Der höchsten Erhebung in der Umgebung von Ban Al Die Talstation findet man ganz einfach in der Nähe des Eingangs des Tivoli World Parks. Die Fahrt dauert etwa eine Viertelstunde und führt bis in 769 Metern Höhe. Von der Bergstation aus hat man eine wunderbare Sicht über die ganze Region der Costa del Sol. Wenn es die Sicht zulässt, kann man sogar den Felsen von Gibraltar sehen. Neben der Aussicht kann man auch einen schönen Spaziergang machen. Es gibt eine Voliere mit verschiedenen Vogelarten, die man sich ansehen kann. Auch die Pflanzen, die hier wachsen, verdienen die nähere Betrachtung. Wer mag, kann auch sein Fahrrad mit nach oben nehmen und den Rückweg per Fahrrad bestreiten. Ein Mountainbike wäre da aber zu empfehlen. Die Fahrt mit der Seilbahn kostet für den Erwachsenen 13,25 Euro. Die Kinder bezahlen 10 Euro. Stand 2013. Internet, Teleferikio. Die Ortschaft Ben Almadena besteht nicht nur aus dem Teil, in dem die Hotels dicht an dicht stehen, Ben Almadena Costa, sondern auch um einen Ortsteil, der zwar nicht ursprünglich ist, sondern aus einer Besiedlungswelle stammt, in der sich hier viele wohlhabende Menschen angesiedelt haben, um hier die Ferien in Ruhe zu verbringen. Der Ortsteil heißt Ben Almadena Pueblo. Hier findet man tatsächlich noch einige Teile des ursprünglichen Dorfes und eben eine große Anzahl von Villen im Stile der 20er Jahre. Dieser Ortsteil ist bedeutend ruhiger als Ben Almadina Costa, wohl auch deshalb, weil hier die reichen Zuwanderer noch viel zu sagen haben. Am Hafen werden einige Bootstouren angeboten. Zum Beispiel kann man Delfintouren buchen, auf denen es mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass man Delfine in freier Wildbahn zu sehen bekommt. An den vielen Stränden werden unterschiedlicher Wassersportarten angeboten. Im Angebot sind alle bekannten Möglichkeiten, die man so kennt. Natürlich hat Ben Almadena auch einen Golfplatz, wie es sich für die Costa del Sol gehört. Der Platz liegt im Westen der Stadt, der Eingang befindet sich an der Calle Club de Golf. Der Platz ist besonders für Anfänger geeignet, hat also keine hohen Schwierigkeiten. Es ist ein Pitch-and-Put-Kurs mit neun Löchern, der sehr schön angelegt ist. Ein künstlicher See samt den Platz im Zentrum. Man hat an sehr vielen Stellen einen schönen Blick auf das Meer. Eislaufen an der Costa del Sol? Das kann eigentlich nur ein Scherz sein. Doch er ist Realität geworden im Club Municipal de Yelo. Hier hat man tatsächlich ein Sportcenter geschaffen, in dem sich auch eine Natureisfläche befindet, auf der man eislaufen kann. Dazu gibt es noch alle möglichen anderen sportlichen Aktivitäten zu meistern. Der ganze Komplex ist über 7000 Quadratmeter groß und bietet so ziemlich alles, was das Sportlerherz begehrt. Und das ist ja natürlich auch Eislaufen. Man findet den Club an die Einkaufen neben den typischen Läden, die alles anbieten, das man als Badeurlauber so benötigt, gibt es hier auch Supermärkte, die man zum Teil auch aus Deutschland kennt. So sind die großen Discounterketten hier vertreten, Lidl und all die Neuthaben-Filialen im nahen Torremolinos. Man muss also nicht immer auf die doch recht teuren Produkte aus den kleinen Touristenläden zurückgreifen, sondern kann aus Deutschland bekannte Produkte zu einem günstigen Preis erwerben. So kommt man billiger über den Urlaub. An der Plaza Sol Y Mar findet man alles an Läden, was man sich in einer touristischen Stadt so vorstellen kann. Richtig shoppen gehen kann man in Benheimer Shopping Centre. Man findet es an der Plaza Solema ganz in der Nähe des Hafens. Hier kann man auf vier Etagen seinen Einkaufshunger stillen. Man bekommt so alles, was das Shoppingherz begehrt, denn auf den einzelnen Etagen befinden sich verschiedenste Läden, die alle Mögliche an den Mann und an die Frau bringen wollen. Spezialisierte Läden sind Küche als Touristenort. Bietet Ben Almadena eine Fülle von Restaurants durch alle Klassen und alle Arten. Es soll über 300 Anbieter geben, bei denen man Speisen und Getränke kaufen und verzehren kann. Da wird also für jeden auf jeden Fall auch etwas dabei sein. Man kann also mehr oder weniger nur allgemeine Tipps geben. Als erstes sollte man nicht die Restaurants aufsuchen, die direkt an hochfrequentierten Straßen und Plätzen liegen. Diese kosten in der Regel viel Miete und man schlägt diese auf die Kundschaft um. Dazu muss alles sehr schnell gehen, weil man ja auch einen guten Kundendurchsatz benötigt. Die wirklichen Tipps unter den Restaurants findet man meist abseits, in kleinen Straßen oder Gassen. Man sollte sich also ruhig auf den Weg machen und sich umschauen, bevor man in ein Restaurant geht. Dazu sollte man sich das Restaurant vor dem Besuch auch einmal ansehen. Ein Teil der Karte ist in der Regel auch draußen ausgehängt und man kann sehen, wie sauber es im Restaurant ist. Interessant sind auf jeden Fall die traditionelle Küche, die man auch in Ben Almadena findet. Paella Valenciana ist zum Beispiel so ein Gericht, das man hier sehr gut probieren kann. Nachtleben Das Nachtleben in Ben Almadena findet rund um den Hafen Puerto Marina statt. Hier haben sich neben Trendgeschäften und Restaurants auch zahlreiche Bars, Clubs und Diskotheken angesiedelt. Die Party beginnt, wie in Spanien üblich, erst spät am Abend, dauert aber auch die ganze Nacht. Man kann das Nachtleben mit dem in Malaga vergleichen, auch wenn hier das Angebot auf die Touristen in der Ortschaft zugeschnitten sind. Die Preise sind noch relativ moderat, nicht teurer, als eine solche Feier in Deutschland sein würde. Das frühere Partyzentrum der Stadt, die Plaza Sol Y Mar, hat sich durch diese neue Party-Mail zu einem Einkaufszentrum entwickelt. Hier war früher 24 Stunden am Tag Betrieb. Das hat sich heute an den Hafen verlagert. Aber noch heute gibt es hier Bars und auch eine Diskothek. Hier ist noch immer 24 Stunden am Tag etwas los. Will man nicht nur das Partyleben der Urlaubsstadt genießen, sondern in das echte Nachtleben Spanien hineinschnuppern, dann sollte man das in Malaga machen. Das ist sogar ein wenig billiger als in Banal Madena. Auch hier braucht man erst sehr spät loszufahren und kommt dann erst am nächsten Morgen wieder zurück. Will man eine Nacht in Malaga verbringen, sollte man sich als erstes mit Tapas stärken. Die Tapas-Bars findet man überall, die schönsten sind nicht in den Hauptstraßen, sondern eher etwas abseits. Hier kann man sich durch kulinarische Köstlichkeiten des Landes futtern, bevor es auf die Piste geht. Diese findet man in Güta. Hier gibt es für jeden Geschmack eine Bar, einen Club, eine Diskothek. Güta findet man östlich des Hafens in der Nähe des Strandes von Malaga. Ein zweiter Tipp ist El Palo und Pedregalejo. Auch hier gibt es eine große Anzahl von Bars und Diskotheken. Hier treffen sich aber wenige die Spanier, sondern eher Touristen. Studenten und Schüler aus dem Ausland. Diese Stadtteil finden sie am östlichen Ende der Stadt. Unterkunft Ben Almadena wurde erst nach der Erschließung von Toremolinos als Ferienort entdeckt. Das ersparte der Ortschaft eine Menge Betonhotels im Stil der 70er Jahre. Dennoch gibt es noch einige dieser umwälzenden zu sehen. Neben den Hotels aus der ersten der Erschließung kamen im Laufe der Zeit weitere Hotels hinzu. Je neuer das Hotel, das Tor angenehmer ist auch der Baustil. Man versucht mittlerweile von den Einheitsbauten wegzukommen und pflegt einen individuelleren Baustil. Die Auswahl der Hotelzimmer reicht von ganz einfach bis in die gehobene Mittelklasse. Günstig. Mittel. Sicherheit leider ist es mit der Sicherheit nicht so schön in Benalmadena, denn der ganze Bereich der Costa del Sol gehört zu den Bereichen Spaniens mit der höchsten Kriminalitätsdichte. Dabei haben zum Glück nicht alle diese Straftaten auch direkt etwas mit dem Tourismus zu tun und die Regierungen der einzelnen Städte und der Provinz Malaga tun seit einigen Jahren erfolgreich etwas gegen die Kriminalität. So hat man es schon geschafft, die offene Prostitution, den Drogenverkauf auf der Straße und auch die Gewaltdelikte zu reduzieren. Durch eine erhöhte Polizeipräsenz auf den Straßen auch in der Nacht verstärkt sich auch das Sicherheitsgefühl der Touristen. Man braucht also nicht mehr mit einem mulmigen Gefühl loszugehen. Der Ruf, der der Costa del Sol vorauseilt, ist natürlich nicht besonders gut. So sollte man sich auf jeden Fall an alle Vorsichtsmaßnahmen halten. Ein Safe im Zimmer gehört dazu, nie mehr Bargeld dabei haben als unbedingt nötig, wachsam sein und bleiben, wenn man Wertsachen mit an den Strand nimmt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dann bleibt der Urlaub auch ein schöner Urlaub. Gesundheit Kalneaja. Telefon, und traute X00A0, plus 34, 951, 920920. Geöffnet Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00. Praktische Hinweise Auch wenn Benalmadena schon lange bei deutschen Reiseveranstalter gebucht werden kann, hat man sich hier noch nicht wirklich auf die Besucher aus Deutschland eingestellt. Man kommt auf jeden Fall besser durch, wenn man auch ein wenig Englisch kann, um sich mit dem Personal in Hotels und Restaurants zu unterhalten. Auch das Angebot an Restaurants und Bar ist eher auf den spanischen und englischen Gast eingestellt. Die Post in Ben Almadena befindet sich an der Hauptstraße etwa in Höhe des Hafens. Hier kann man alle möglichen Postgeschäfte erledigen. Viele Restaurants bieten freies Internet an, um Besucher anzulocken. So hat man fast überall an der Hauptstraße ein verfügbares, freies WLAN-Angebot, um kostenlos im Internet surfen zu können. Hat man kein WLAN-feiges Gerät dabei, kann man auch ein Internetcafé aufsuchen. Diese werden allerdings immer weniger, immer mehr davon stellen ihr Angebot ein, da auch viele Hotels freien Internetzugang bieten. Mit allen gängigen Handynetzen sollte man in Benalmadena keine Schwierigkeiten haben, zu telefonieren. Es sollte eigentlich überall Empfang sein. Ausflüge: Ein Hotel in Ben Al kann sehr gut als Ausgangspunkt für eine Erkundung des südlichen Andalusien dienen. Hier bekommt man ganz einfach ein Hotel mit Frühstück, ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut an Malaga angeschlossen. Von Malaga aus kann man alle Ziele im südlichen Andalusien gut erreichen. In Ben Al selber kann man auch zahlreiche geführte Ausflüge buchen, die einem das Land und die Leute näher bringen sollten. Auch mit dem PKW ist man von hier aus schnell bei allen Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Es ist sogar machbar, einen Tagesausflug nach Tanga hinzubekommen. Das geht über eine geführte Busreise oder auch mit dem Mietwagen. Von Ben Al sind eine ganze Menge Ausflüge möglich.